Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Michael Eckhardt vom Quantisana TV Spezial aus Cannes, aus unserem Gastgeberboot Lady Eccentric. Lady Eccentric bei Alicia King. Alicia King. Und wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Und das Wetter ist schön, Gäste sind genügend an Bord und ja. Das Wetter ist hier immer schön. Deswegen sind wir ja hierhin zum größten Teil ausgewandert. Okay. Das wurde im deutschen Fernsehen bei Goodbye Deutschland gezeigt und vorher bei RTL 2, das Magazin. Also wenn wir nach Deutschland kommen, uns kennt jeder. Okay, gut. Und was heißt das mit diesem Projekt, was wir gerade gesprochen haben, das Lady Eccentric Projekt mit Tanja Bleiner? Also die Bilder von der Tanja Bleiner, da habe ich schon gesagt, das könnte ja fast ich sein, okay, wenn die Lippen ein bisschen schmaler wären und okay, die Hautfarbe nicht so grau, aber das ist ja ihr Markenzeichen. Okay. Und da kam sie dann auf die Idee, hey, ich mache ein Projekt über euch, über eure Geschichte. Und dann suchten wir einen Namen und dann fiel uns eigentlich nur Lady Eccentric ein. Okay, also das ist ja auch der Name des Bootes, richtig, sozusagen. Richtig. Okay. Den Namen haben wir gefunden, weil egal, ob meine Frau allein an Bord ist, unser Hund auch weiblich allein an Bord ist oder ich, er passt immer. Okay, schön. Gut. Und wann soll das Projekt starten? Oder für wann ist das Projekt das ist geplant? Das ist jetzt schon gestartet und das wird bis zur Fertigstellung, sag ich mal, 7, 8, 9 Monate. Die Tanja ist ja sehr schnell und sehr fleißig, wird das dauern. Okay, gut. Vielleicht nächstes Jahr vom Filmfestspielen dann präsentieren, wer weiß. Okay, gut. Und jetzt haben wir natürlich unsere Gäste aus der Schweiz, haben natürlich die Frage, wer ist Alicia King? Alicia King. Was steckt hinter Alicia King? Alicia King. Ah, ich glaube, die viele Schweizer kennen uns, weil Vox haben sie in der Schweiz auch gesehen und gut bei Deutschland auch. Wir haben sehr viele Schweizer Fans. Okay. Wir sind die, ja, etwas aus, ich sage immer, wir sind ganz normal und dann kommt das Nachwort anders. Wir sind die anderen Auswanderer aus Deutschland. Okay. Wir haben uns kurzfristig entschieden, weil hier ist das Wetter einfach besser. Winter mag meine Frau auch nicht. Grau in Grau ist nervig. Okay. Und hier ist das Wetter immer geil. Und da ich ja als Transsexuelle mit einer Frau verheiratet bin, sind wir schon mal anders. Okay. Weil bis 2011 war ich Macho mit solchen Armen, 95 Kilo austrainiert. Okay. Ja, und dann kurzfristig entschieden, die andere Seite gefällt mir besser. Interessant. Okay. Fand ich auch. Vor allem jetzt bin ich eine der wenigen, die beide Seiten beurteilen können. Gut. Okay. Also kann man sagen, das Glamour-Paar aus Cannes. Weil ich habe da schon so ein paar Artikel gelesen und kann man das so sagen? Ich würde uns nicht als Glamour-Paar bezeichnen. Ich bezeichne uns ja immer als ganz normal in Hofstrichen. Okay. Aber gut. Bei meinem Aussehen, 1,90 groß, lange blonde Haare, habe ich natürlich einen Wiedererkennungswert, wie das Empire State Building, was du pink anstreichst und Strasssteine draufklebst. Okay. Wer mich einmal gesehen hat, vergisst mich nicht, ob im Guten oder im Schlechten. Ja. Ich bemühe mich, immer einen guten Eindruck zu machen. Okay, ja, auf jeden Fall. Guter Eindruck ist schon mal gut. Also, ja, was steckt aber jetzt hinter dir? Also Unternehmerin. Ja, Unternehmerin. Unternehmerin. Relativ erfolgreich und jetzt so langsam auf den relaxten Teil zusteuern. Also der Langzeiturlauber sozusagen. Wir haben noch nie hier Urlaub gehabt, weil wir haben das Haus gekauft, Substanzklasse, war auch gar nicht alt. Seit wann wohnt ihr hier? Ich habe das Haus Ende 2012 gekauft und dann habe ich gesagt, so. Und das muss anders, und das muss anders, und das muss anders, und das muss anders. Und dann ging es los, Handwerker. Gut. In Deutschland war ich das gewohnt, ein Anruf, zwei Tage später, spätestens standen sie auf der Matte. Hier sagten die mir dann montags. Fand ich ja toll. Montags war aber keiner da. Dann habe ich rausgefunden, die haben die Jahreszahlen nicht gesagt. Und dann habe ich mit den Fingernägeln selber angefangen, Wände abzureißen, Fliesen zu legen, kalt und warm Wasser zu machen. Ja, die Nägel halten immer noch und ich habe es geschafft. Aber es hat noch ein bisschen länger gedauert, weil 4 Handwerksgruppen oder ein Alicia King. Okay. Meine Frau sagt immer, die Alicia King im Haus erspart die Axt und ich sage dann, sei lieber nett und sag den Zimmermann. Okay. So, und jetzt sind wir fast fertig. Okay. Das heißt fast fertig?
jetzt wieder bereit für den Umbau? Oder? Na, ich warte noch auf eine LKW-Ladung spezielle Ziegelsteine, weil ich habe in Amerika was gesehen. Ja. Gemauert wie ein Brunnen. Mhm. Innen drin waren Lavasteine, ja, und in der Mitte waren Gasbrenner. Und das hatten die als Lounge-Tisch draußen. Okay. Dann bin ich hier rumgelaufen, wollte so Steine kaufen. Haben die hier nicht. Okay. In Deutschland kriegst du den in jedem Baumarkt. Hier nicht. Hier müssen sie dann zurechtklopfen, musst du zum Steinmetz. Habe ich gesagt, hier. Das ist billiger, wenn ich aus Deutschland am LKW kommen lasse. Und die kommen jetzt am 2. Juni. Okay. Ja, und dann braucht der Pool noch eine Abdeckung und dann habe ich nichts mehr zu tun. Dann geht die Langeweile los. Gut, ich meine, wir sind ja heute Abend auch bei dir eingeladen, ja, in der Villa. Da können wir ja sicherlich auch mal das Projekt direkt dann live vor Ort sehen. Aber ja, natürlich. Perfekt, ja, ja. So, und dann außer Umbau und Zusatzbaumaßnahmen und so weiter, was steht noch so an? Was sind noch so Wir sind im Gespräch mit zwei Produktionsfirmen, ja, weil wir haben im Kopf eine eigene Fernsehserie, okay, wie es das noch gar nicht gab. Das heißt, kann man da schon ein paar Ideen bekommen oder ist das geheim? Das ist eigentlich geheim. Ich kann nur sagen, da ist dann sehr viel Glamour, ja, sehr viel Extrem-Action, ja, und sehr viel Home-Story drin. In einer von den Goodbye-Deutschland-Folgen habe ich mich in einen Kampfjet setzen lassen, ja, und bin dann mitgeflogen. Okay. Und da der Pilot mich nicht kannte, keinen Druckanzug, keine Sauerstoffmaske, weil wenn du kotzt, um es mal nett auszudrücken, du kotzt in die Sauerstoffmaske und weißt nicht damit umzugehen und du atmest das ein, bist du tot. Ja, das ist klar. Gut, ich habe zwischen 3.500 und 4.500 Tauchgänge. Ich weiß, wie es ist, wenn man unter Wasser kotzt. Ich kenne das also, aber er wollte nicht und deshalb nicht mehr als 3,5 G. Das ist der Bereich, den die Formel-1-Fahrer haben. Ja, genau. Aber wir kamen in eine Schlechtwetterzone und da musste er ziemlich enge Kurven fliegen. Und da waren wir ganz schnell bei 5,5 G. Was ich nicht witzig fand, aber gekotzt habe ich trotzdem nicht. Okay. Also als der gelandet ist, war alles im grünen Bereich. Okay, ja, interessant. Ich hatte nur Angst gehabt, der Pilot war ein bisschen dicker und korpulenter. Nicht, dass der nachher bewusstlos umkippt. Dann sitze ich arme Sau da drin und weiß nicht, wann das Ding landet. Okay. Gut. Also andere kotzen in so Dinger. Wir hatten in Deutschland einen Extremjournalisten, der ist da mitgeflogen. Ja, da war die Papiertüte voll. Okay. Bei mir nicht. Okay. Ja. Also spannend. Also jetzt mal lassen wir das Kotzen mal jetzt bei sein. Immer in der Öffentlichkeit, immer in der Presse. Wie sieht es aus da zur Zeit? Also vom Bekanntheitsgrad. Wir haben den Vorteil, dass wir hier in Cannes wohnen, in einer abgesicherten Domain. Ja. Wir gehen nicht am Strand, wir sind auf unserem Schiff. Dadurch hast du weniger Öffentlichkeit. Ja. Natürlich in Deutschland, als wir aus Amerika zurückkamen, riefen sie aus den Geschäften raus, ah, die kenne ich aus Goodbye Deutschland, ah, das sind die Kings. Gut, und einkaufen in Deutschland, wenn ich zu Kaufhof oder Karstadt gehe oder eine andere große Kette, um ein paar Strumpfhosen zu besorgen, das dauert dann auch eine Stunde, weil Autogramm und Selfies, that's life, das gehört dazu. Aber stört auch manchmal, oder? Weil irgendwann hat man ja eigentlich auch die Idee, mal es Ruhe darf, zu haben. Nein, oder darf, man muss ja nicht immer. Nein, es darf dich nicht stören. Wenn du sowas machst, dann. Wir sind ja keine 16. Ja. Wir haben uns vorher überlegt, dass das passieren kann. Und dann musst du auch freundlich zu den Leuten sein. Und wenn der 26. oder der 30. kommt, das gehört mit dazu. Sonst darfst du das nicht machen. Okay. So, deswegen, wir denken vorher und handeln dann. Das hat den Vorteil, dass du keine negativen Überraschungen hast. Okay, aber gibt es dann auch mal aufdringliche Fans oder so, die einen wirklich mal stören? Oder bisher irgendwie waren die alle super nett. Super nett, okay. Ich meine, und hier in Frankreich, da hast du die deutschen, österreichischen und Schweizer Fans, die ich alle herzlich grüße, ja, die hast du während der Urlaubsmonate. Okay. Und da freue ich mich auch, wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken, da kommt jemand, oh, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Klar, warum nicht? Okay. Sonst darfst du nicht in die Öffentlichkeit gehen, ins Fernsehen. Wenn du ins Fernsehen gehst, musst du damit rechnen. Gut, aber es gibt ja viele Stars jetzt im Fernsehen, auch im deutschen Fernsehen, die das dann nicht mehr schön finden, wenn sie immer da vorne stehen. Also das liest man ja immer wieder. So, weißt du, es gibt auch viele Leute, die arbeiten in der Fabrik am Fließband und beschweren sich zu Hause. Ja. Es gibt viele, die arbeiten in einer leitenden Position und beschweren sich zu Hause. Ja. Dann muss ich sagen, hast du den falschen Job. Ja.
Du kannst nicht nur die Zuckerstückchen nehmen und die bitteren Sachen dann einfach sagen, mag ich nicht, will ich nicht. Das gehört dazu. Okay. Also ist das jetzt ein Job oder mehr Fun oder wie kann man das jetzt sehen? Job, Fun? Beides. Ja? Beides. Ich leg mich da nicht fest. Oder sagt man mal so, das nimmt man so, wie das Leben ist, nimmt man es mit zum Beispiel? Ja, man nimmt es mit. Ich freue mich, wenn Dreharbeiten kommen, weil es eine gute Abwechslung ist. Okay. Es macht auch Spaß. So. Und ja, da musst du eben mit den anderen Seite der Medaille musst du leben. Ich finde es ja gar nicht negativ. Ja, aber hier in Frankreich ist es ja eigentlich auch so, da lebt man ja auch wirklich ein bisschen mehr zurückgezogen. Also so, als wenn man jetzt in Düsseldorf wohnt also oder so. Wir hatten gerade 2 Folgen im französischen Fernsehen. Okay. Und die Franzosen sind, die gucken vom Weiten, aber die kamen dann auch hier und da mal einer ran. Ja. Gut, da muss ich mich dann extrem konzentrieren, weil die reden sehr schnell. In Französisch? In Französisch. Auf Deutsch kann ich das ja auch sehr schnell, aber auf Französisch klappt es so einigermaßen, dass ich zumindest den Zusammenhang erkenne, wenn sie extrem schnell reden. Okay. Meistens verstehe ich ganz, aber das ist auch nett. Weißt du, die kommen ja nett ran. Die möchten ja ein Autogramm, die möchten ein Selfie haben, die möchten was fragen. Die kommen ja nicht unnett ran. Ah, okay. Aber bei netten Menschen bin ich immer offen. Okay. Also das heißt, deutsches Fernsehen, deutsche Journalisten, französische, englische auch irgendwie? Englische, oder österreichische, wir Schweiz? Waren zu dem Casting ja, Schweiz nach, jetzt bei uns. Ja, wir waren zu einem Casting nach England eingeladen, aber da haben mir die Konditionen nicht gefallen. Okay. Da habe ich gesagt, nö. Sie wollten nämlich, dass wir rüberfliegen, wir kriegen das Geld wieder, wenn sie uns nehmen. Da habe ich gesagt, sorry, seit wann kommt der Knochen zum Hund? Wir können uns 2 Tickets schicken. Bei den Engländern? Ja, ja. Ja gut, das sind die typischen englischen Journalisten. Aber die Nummer wollte ich nicht. Okay. Ich lasse mich ja nicht verarschen. Ja. Also dann lieber vor Kasse und dann reisen. Ja, oder schicken wir die Tickets rüber, geht ja E-Tickets. Ja, ja. Okay. Also, umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Ja. Italien, weil ich habe gehört, du sprichst perfektamente Italiano. Ja, ich bin in Düsseldorf geboren, bin aber in die ersten Jahre der italienischen Schweiz und an der Riviera aufgewachsen. Das ist also meine 2. Muttersprache. Okay. Aber mit italienischem Fernsehen haben wir noch nichts zu tun gehabt. Okay. Ich liebe die italienische Küche. Gut. Eine, in meinen Augen eine der besten Küchen überhaupt. Und dann die deutsche natürlich. Ja. Schweizerisch und Österreicher auch. Ist ja im gewissen Rahmen ähnlich. Mhm. Und dann natürlich mein Lieblingsessen Sushi. Aber es gibt nichts über einen schönen Sauerbraten. Aus der Heimat. Richtig. So ein Problem mit Rotkohl. Rotkohl haben die in Frankreich nicht. Nee, gibt's nicht. Nee, und Klöße auch nicht. Wahrscheinlich bei Lidl. Nein, auch nicht. Nein, 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 nein. Aber es gibt sehr nette Leute, die mir das dann zur Weihnachts- und Silvesterzeit aus Deutschland zuschicken. Okay, gut. Weil kochen können wir nämlich auch relativ. Na, Niki kann fantastisch kochen. Wer kocht bei euch? Das kommt drauf an. Ich mache Fleisch und größeres Geflügel und alles andere macht sie. Ja. Aber wir machen noch viel zusammen. Wir haben jetzt rausgefunden, wie man Seezunge macht. Mhm. Das war gar nicht so einfach, wie du die Haut abkriegst. Okay. Dann haben wir uns zu unserem Lieblingsrestaurant in Düsseldorf das Rezept schicken lassen. Und also 1:1 wie in dem Restaurant, nur hier sind sie frischer. Ne? Ist ja die mediterrane Küche, richtig, die man hier richtig erleben kann. Richtig. Und auch vom Fisch her und Essen kann man sowieso frisch kaufen. Und zu Weihnachten gibt es einen 9 Kilo Truthahn. Okay, warum? Den, du, erstens liebe ich Truthahn, ist nicht so fett. Mein, sag mal ehrlich, Geflügel unter Hähnchengröße, da brauchst du ja eine Lupe und eine Pinzette. Also die Leute, die Singvögel essen, mögen das gerne tun, das wäre mir zu viel Püttelei. Und mein Vater liebte Rebhühner, das war mir auch. Das ist auch nur so ein Viech. Aber da kannst du, machst du schön großen Truthahn oder kannst du dann die ganze Weihnachtszeit von essen, weil der hält sich ja. Okay. Also da essen meine Frau und ich dann 5 Tage von. Plus der Hund, der kriegt auch seine Stückchen ab. Okay. Und du hast einmal die Arbeit, schmeckt fantastisch, ist sehr mager. Und Truthahn kannst du nicht im Stall aufziehen. Und auch nicht in so einem komischen Gitterkäfig, sondern die laufen frei rum. Genau. Okay. Und der Hund ist heute nicht hier? Oder? Nein, den Hund habe ich gedacht,
Den wollen wir den Stress nicht aussetzen, weil schon Frauchen nicht da. Unser Hund hängt extrem an Frauchen. Und es gibt hier so eine kleine Tierpension. Da sind bis maximal 9 Hunde und die sind privat im Haus. Mhm. Und mein Hund spielt da das Arschlochprogramm. Die kommt rein, guckt, geht auf die Couch, legt sie auf die Couch, bleibt da liegen, bis es Fressen gibt. Dann steht sie auf, frisst, dann geht sie in den Garten, pinkelt, guckt mir eine Runde, geht auf die Couch und sagt Gute Nacht. Okay, okay. Was habt ihr denn für einen Finn? Wir haben einen Bullterrier. Ich hatte immer Bullterrier gehabt, seit meinem 18. Lebensjahr. Und das ist für mich die fantastische Rasse überhaupt. Okay, macht natürlich viel Arbeit. Jeder Hund macht Arbeit. Hey, sag mal ehrlich, ich kann als Frau beurteilen, dass ich als Frau mehr Arbeit mache als jeder Hund. Okay. Ah, ja. Putz mal, wenn ich die Schminkorgie gemacht habe, danach das Bad. Ja. So viel Arbeit kann der Hund gar nicht machen. Ja, ja. Also seid ihr tierlieb? Habt ihr noch andere Tiere zu Hause? Nee. Also nur Hund. Das reicht doch. Das reicht ja dann. Weil den kannst du mit aufs Boot nehmen. Ja. Ich hatte früher mal einen Papagei, aber das ist lange her. Okay. So brauche ich nicht mehr. Was steht noch an jetzt? Wie hat dir denn die Bootsfahrt gefallen? Ja, sehr gut. Also es kommt ja nicht so oft vor, dass wir in der Schweiz mit dem Boot durch die Gegend fahren. Das ist richtig. Vor allem nicht so schnell, ne? Und nicht so schnell, ja. Aber wie gesagt, sehr schön. Also ich habe zweieinhalb Jahre geforscht, welches Schiff wir uns kaufen. Weil ich wollte maximal 2 Kabinen haben. Sonst hast du 100.000 Gäste, die sagen, komm, wir fahren mit. Nein. So, zweite Kabine geht mal für 3 Tage vor Saint-Tropez oder 3 Tage vor Monte Carlo. Aber in der Hauptsache ist die zweite Kabine mal länger wegfahren für Klamotten. Sollte sehr schnell sein. Nicht nur, weil ich Speeds liebe, nein, hat einen anderen Grund. Am Mittelmeer ändert sich das Wetter extrem schnell. Und ich brauche mit dem Schiff 2,5 Stunden bis Korsika. Da bist du immer noch in der sicheren Wetterseite. Okay. Und es sollte natürlich als Deutsche, als Ingenieur möglichst wenig verbrauchen. Ja, und da habe ich genau das Schiff gefunden. Aber ich glaube, so ein Boot verbraucht ja um die 100 Liter die Stunde. Ist das richtig, oder? Das ist wenig. Die meisten, wenig. Die meisten in der Größe sind bei 250 Liter. Okay. Bis aufwärts. Und ich, das hier verbraucht bei etwas über 70 Stundenkilometern gerade mal 100 Liter die Stunde, 120 Liter die Stunde. Das ist wenig. Okay. Und du hast 1400 Liter dabei. Ganz schön. Ja. Nee, sehr schön. Also uns hat das ja, wir haben uns ja auch sehr gefreut, unser Kamerateam. Ja, wir waren und eben ich, dass wir also wirklich die Einladung. Ja, wir waren eben mal so knapp auf 90 Stundenkilometer. Ja, das haben wir gemerkt. Ja, ne? Ja, ja. Okay. Wir haben den noch ein bisschen umgebaut. Das heißt? Ja, ich habe gesagt, für meinen Hund brauche ich neue Eigenbauküche rein. Nee. Erstmal für unseren Hund hier oben eine Klimaanlage. Okay. Das merkt die Tanja jetzt an Füßen, schön kühl. Ne? Ja. So, dann vernünftiges Satellitenfernsehen, weil ich will ja meine Formel 1 gucken, wenn ich am Meer bin. Okay. Wehe, ich kriege mein Formel 1 Rennen nicht zu sehen. Ja. Das war ein Akt, habe ich auch vorher noch nie gemacht. Und dann unten einen anderen Boden, weil da war Teppich drin. Mhm. Und ich mag Teppichboden, nur in einem Ausstellungsraum. Okay. Aber weder zu Hause noch auf dem Schiff, weil irgendwann lebt der Teppichboden. Mhm. Und dann haben wir hier ein spezielles Kunstteak verlegt, was absolut unempfindlich ist. Okay. Und auch Hundekrallen aushält. Und das haben wir auch selber gemacht. Aha, okay. So machen wir alles selber. Gut. Staunen Sie immer. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil normalerweise, wenn man dich jetzt so sieht, dann meint man auch, hey, mach das mal oder ich hole mir mal den, der das macht. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass du das eigentlich alles selber machst dann. Bis du dann erstmal einen gefunden hast, ja, der das macht, der es dann auch so macht, wie du willst, ja, und dann auch kapiert, was du überhaupt wolltest. Ja, in der Zeit habe ich es 3-mal gemacht. Okay. So, und die Zeit habe ich gar nicht, dann so lange zu warten. Okay. Ja. Dann mach es lieber direkt selber und hab meine Ruhe. Okay. Das war immer schon so. Gut. Selbst ist die Frau. Ja. Früher sagte man, selbst ist der Mann, aber die Zeit ist ja vorbei. Ja. Okay. Ja. Okay. Außerdem Boot, Autos, Motorräder, was für Hobbys noch? Alles, was fährt und rollt. Knattert und fährt. Okay. Also ich habe zu Hause noch so ein kleines Motorrad, was hier, mein Babymotorrad, was hier in Cannes immer auffällt, weil 550 PS am Hinterrad. Aha. Natürlich in Hausfarben pink. Okay. Dann habe ich den Spaß gemacht, unser Logo in Strass drauf zu machen. Das Logo ist ja hier auch auf dem Tisch.
hat einen Motor drin von der Chevrolet Corvette. Oh, okay. Also das hört man dann auf jeden Fall. Ja, das hört man und das ist auch kaum zu übersehen. Ich hatte das mal in Rimini mitgehabt, da war ich noch Kerl. Deren Fahrzeuge waren fast alle geklaut worden. Okay. An meinem Motorrad haben sich die kleinen Diebe gar nicht rangetraut. Die brauche ich gar nicht abzuschließen. Die möchte keiner fahren dürfen. Ja, weil das dann ziemlich schwierig ist, das Motorrad dann irgendwo unterzustellen. Nein. Weil leise ist es ja. Wenn du das Motorrad siehst, dann weißt du, wenn du dich mal draufsetzen darfst heute Abend, ja. Dann weißt du von ganz alleine, nein, ich möchte sie bitte nicht vom Seitenständer runterheben dürfen. Weil okay. das sind 400 Kilo. Okay. Ja gut, das sehen wir ja heute Abend dann. Ja. Okay. Naja, und dann die üblichen. Hier ist ja leider Tempolimit. Ja. Also alles, was hier schneller als 200 läuft, ist hier eigentlich so unnötig wie sonst was. Und hier ist Parkplatzlimit. Je kleiner, desto besser. Richtig, haben wir heute festgestellt. Wir haben den GTI, ja. Polo GTI wohlweislich, weil der ist ja inzwischen schon so groß wie ein Golf 3. Ja. Dann sind wir nach Nizza gefahren, in Parkhaus. Ich habe Niki vorher rausgelassen, also meine Frau. Ja, ich musste aus der Heckklappe aussteigen. Die Slots waren so eng, dass ich die Türen nicht aufbekam. Kannst du dir das vorstellen? Und dann fahren die Leute hier in Cayenne oder sowas. Ja, wir haben es heute auch festgestellt, wo wir ins Parkhaus gefahren sind. Also, kleine Auto wäre da am besten. Ja. Und davon abgesehen, du hast ja jetzt am eigenen Leib mitgekriegt, wie die Franzosen in der Côte d'Azur Auto fahren. Ja, ja. Ganz toll. Vorbildlich. Also, ich habe in Italien fahren gelernt. In Deutschland meinen Führerschein gemacht, ich bin in Tunesien gefahren, ich bin in Amerika gefahren. Ich habe aus England meinen Bentley im Werk mit Steuerrad auf der richtigen Seite abgeholt und musste auf der falschen Fahrbahn fahren. Okay. Ich bin in einer Gastfamilie, als ich 19 war, durfte ich deren Auto ein Jahr lang fahren. Die hatten 8 Autos in der Garage, alle nur von einem Hersteller. Als 18-, 19-Jähriger mit einem Rolls-Royce Cornish Convertible rumzufahren, mit Steuer auf der falschen Seite, ohne einen Kratzer dran zu kommen. Aber die Franzosen hier an der Côte d'Azur, ich weiß nicht, haben die den Führer dann gewonnen? Haben die? Ich glaube, die haben gar keinen. Wenn sie wenigstens eine Lotterie gewonnen hätten. Ja. Die blinken links, fahren rechts. Ja. Die Ampel ist grün. Die Ampel ist grün, sie gucken sie an nach dem Motto, hey, bist du französisch grün, bist du deutsch grün, japanisch grün oder du bist ja wirklich grün? Grün, ach ja, wie war das? Bei grün darf ich losfahren. Ja. Wo ist denn mein erster Gang? Ja. Da ist die Ampel schon Phase schon fast vorbei, dann fährt er los, 2 passen drüber, normalerweise passen 20 drüber. Ja, gibt es auch was Positives zu berichten von den Franzosen? Ja, sie sind super entspannt. Okay, ja, das haben wir heute also, auch. Also hier kriegst du kein Problem, wenn dein Zaun 6 mm höher ist als erlaubt. Okay. Hier kriegst du auch kein Problem, wenn dein Baum da ein bisschen zum Nachbarn rüber wächst. Das ist eben so. Ah, hier hast du auch kein Problem, wenn der Nachbar am Karfreitag den Rasen mäht. Hier beschwert sich keiner. Ich habe mit der Kreissäge um 6 Uhr morgens angefangen, um den Pavillon im Garten zu bauen. Ja. Das wird dann einfach so genommen, weil im nächsten Monat später ist der Nachbar dann laut. Okay. Hier wird sich nicht bis aufs Messer bekriegt. Es wird einfach gesagt, okay, du bist jetzt laut, ich baue demnächst auch irgendwas, dann bin ich laut. Okay. Ist genauso, wenn du den Kamin anmachst. Wir haben den Kamin uns einbauen lassen. Da zog der Rauch beim Nachbarn unter uns ins Fenster. Meine Frau sagt, jetzt ruft er die Polizei. Und ich so, glaub ich nicht. Nö. Dann hat er seine Gartenabfälle verbrannt und hatten wir den Rauch bei uns gehabt. Ja. Das gleicht sich dann aus. Okay. Weißt du? Was ich toll finde, hier wird unheimlich viel für die Sicherheit getan. Aber nicht nur während der Filmfestspiele. Während der Filmfestspiele hast du hier ein Polizeiaufgebot, ja, Militär, Betonklötze. Ja. Silvester hatten wir für die Einheimischen das Gleiche. Weil hier werden, in Frankreich werden auch die Einheimischen geschützt. Okay. Wir hatten ein Problem mit sehr hohem Einbrecherdruck bei uns in der Gegend. Ja. Dann hat die Stadt genau in unserer Einfahrt eine städtische Kamera gehängt, sodass sie alles in Sicht haben und direkt danach weniger Einbrecher. Okay. So, also die Stadt bemüht sich wirklich. Nicht nur um die Prominenten, nicht nur um die Gäste, sondern auch um die Einheimischen, dass wir geschützt sind. Und das rechne ich dem Bürgermeister von Cannes richtig hoch an. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir nachher im Haus bei Alicia King weiter. Und ja, Michael Eckert vom Quantisana TV Spezial.